Hallo, willkommen zu einem neuen Update-Video für Herr der Ringe Online, Korsaren von Umbar, Update 38. Dieses Video betrifft die legendären Waffen bzw. die Attribute. Da gab es eine klitzekleine Änderung, die dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, als du deine Waffen bzw. dein legendäres Item mal gewechselt hast. Denn wenn du noch alte Attribute der Stufe 13 auf deinen Waffen hast, dann sind diese deaktiviert worden. Denn das Maximallevel dieser Attribute ist 140. Und wenn du jetzt schon gelevelt hast und so 141 oder wie ich 144 bist, dann sind diese nicht mehr aktiv, dummerweise. Das fällt einem hier auf, denn die sind rot umrandet. Alles, was rot umrandet ist, ist derzeit deaktiviert und wird sich auch nicht mehr auf deine Fähigkeiten oder deine Moral oder auf deinen Schaden auswirken. Diese müssen ersetzt werden gegen die 15er bzw. 14er. Attribute. So schaut das aus. Ich hatte nämlich überall noch schön die 13er drauf, weil das auch alles super noch funktioniert hat und überhaupt kein Problem war. Der Haken an der Sache ist, die Aufwertungen gehen nur bis 499 und die 14er auch. Die kann man zwar noch spielen, die 14er Attribute, aber es wird dir leider von den Punkten her einiges fehlen. Das heißt, wenn du noch uralte Schriften übrig hast, ersetze sie auf jeden Fall und du steigst gleich auf Stufe 500 auf, anstatt 499. Die neuen haben nämlich etwas mehr Punkte. Du kannst im Bruchtal neue Aufwertungsrunen eintauschen, derzeit aber nur die gelben, die wieder gestaffelt sind nach Level, wie du dort siehst. Alle kosten 100 Punkte, genau. Und die Besonderheit dabei ist, dass du nun die gelben einen Punkt aufzählst oder draufwertest, die lilanen 2, die türkisen 3 und die goldenen, die ich leider noch nicht habe, 4. Das siehst du dann nämlich dort, wenn du zum Beispiel eine lilane auf diesen Wert draufhauen würdest, da auf dieses Attribut, Wappen des Löwen, dann würde dort 487 stehen. Okay. Das war's schon von mir, ein kurzes, knackiges Video. Falls du noch Ergänzungen oder irgendwelche Anregungen dazu hast, hau's doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Erklärvideo. Tschüss!